Du musst nicht unbedingt etwas können, vielmehr musst du jemanden kennen. So ein gutes altes Sprichwort, das in diesen Tagen wieder schlagend wird, hinsichtlich der Nebenvereinbarungen, auf Neudeutsch auch Side Letters genannt, zwischen ÖVP und FPÖ, beziehungsweise dann unter ÖVP und den Grünen. Vor allem Letzteres sorgt immer wieder für Diskussionen innerhalb der grünen Basis. Werner Kogler hat jetzt Besserung versprochen, volle Transparenz auch zugesagt. Bei der ÖVP, da gibt es möglicherweise Unstimmigkeiten zwischen Sebastian Kurz und der neuen ÖVP-Spitze, denn Kurz soll ja diese Leaks auch der Öffentlichkeit zugespielt haben. Von manchen ist die Rede, dass es hier sogar ein Schreiduell gab. Das wird allerdings dementiert. Man sagt, nein, das Verhältnis, das sei nach wie vor sehr, sehr gut. Aber ja, vor allem die Richterschaft, die ist in großer Aufruhr. Sabine Mateka von der Richtervereinigung hat einen Blick auf diese Sideletter auch geworfen und hat unter anderem auch Postenbesetzungen in der Justiz genannt wurden mit Namen, hat sie, wie sie gesagt hat, fassungslos zurückbleiben lassen. Ein anderer, nämlich der renommierte Verfassungsjurist Heinz Mayer, sagt überhaupt, dass es hier rechtswidrig zugegangen ist. Er sagt, es seien hier nicht nur Aufsichtsratsposten zugeteilt worden, sondern auch Vorstandsbesetzungen, beispielsweise die ÖBAG damals noch unter Türkis-Blau, Direktorenposten im ORF im Fall von Türkis-Grün oder auch bei der FMA. Das gilt dann für beide Regierungsformen und das würde aus Sicht von Mayer nicht nur dem Aktienrecht widersprechen, sondern auch dem ORF-Gesetz und auch dem Finanzmarktaufsichtsratgesetz. Er sagt, die Staatsanwaltschaft, die müsse jetzt tätig werden, müsse hier auch dann Untersuchungen ernsthaft prüfen. Für alle Beteiligten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung, doch die Aufregung über diese Sideletter, auch wenn sie möglicherweise der Vergangenheit in Zukunft angehören werden, die ist enorm groß.